Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute starte ich das erste Video von vielleicht mehreren Turtles of Grayskull Videos, aber das werde ich heute anhand von dem Mousejaw erfahren. Ich war die ganze Zeit am Erzählen und dabei bleibe ich immer noch. Ich weiß nicht, ob ich mir die Turtles of Grayskull holen werde. Man muss sie halt in Händen halten. Der Mousejaw, das kam jetzt, war jetzt ein Spontankauf, weil ich den bei Mattel Creations gesehen hatte. Und ja, ich habe gedacht, ich gucke mir den mal an und lasse den mal auf mich wirken. Und genau das werden wir in diesem Video heute machen. Jo, ich sag mal, vom Prinzip her finde ich die Turtles of Grayskull ganz cool. Muss man sie haben? Nein, man muss sie natürlich nicht haben. Nein, es ist kein Muss, es ist nichts, was man zwingend für seine Sammlung haben muss. Den Tisch hier ein bisschen verschieben. So klein das Zimmer. Aber das ist so ein reiner, ja, so ein reiner Fun-Effekt, so nenne ich es mal. Weil ich bin ja auch ein Turtles-Fan an sich. Ich habe jetzt nicht so den Wissensstand wie bei zum Beispiel Masters oder Mask. Aber ich habe viele Turtles aus meiner Kindheit. Ich habe den Turtles-Bus zweimal. Einmal die Vintage-Version mit OVP. Mit OVP. Die Neuauflage habe ich mit OVP. Beides im MINT-Zustand. Und ich finde die Turtles richtig cool. Die richtigen Turtles. Die Vintage. Und fand ich immer. Ich bin jetzt nicht so der aktive Sammler in der Hinsicht, weil mein Zimmer ist auch ein bisschen begrenzt vom Platz her. Aber ich finde sie cool. Jo, und deshalb finde ich diese Line ganz interessant. Aber ob sie mich letztendlich auch überzeugt, dass ich mir wirklich mehrere davon hole, das werden wir sehen. Vielleicht mache ich auch nur Cherry Picking, vielleicht hole ich mir auch nur die vier Turtles und dann ist Ende. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, genug geschwafelt. Heute gucken wir uns den Mousejaw an. Der kommt nicht auf einer Karte wie die anderen, sondern in der gleichen Verpackung wie zum Beispiel der Mossman. Finde ich ganz cool. So sieht der Mousejaw von vorne aus. Ist ganz nett gemacht auf jeden Fall, so rein optisch. Gefällt mir das schon mal gut. So ist die Vorderseite, so ist die Rückseite. Ihr seht auch Castle Grayskull dabei. Es ist ganz interessant, muss ich sagen. Hier sind auch ein paar Elemente hier, zum Beispiel von der Kanalisation. Mit dem Us zum Beispiel von den Turtles. Ist immer hier vorne so angebracht. Hier die Rohre und so, die Kanalrohre. Da ist hier noch ein bisschen Us zu sehen. Und alles, das ist schon recht cool gemacht. Und hier sind scheinbar auch Teile bei, wenn man sich da die anderen Sachen holt, welche auch immer das sein mögen, das weiß ich noch nicht, dann kann man sich eine eigenständige Figur zusammenbauen. Hat auch was. Die Waffen sind die gleichen wie vom Roboto zum Beispiel, die hier bei sind. Die ist jetzt nichts Besonderes, nur halt in einer anderen Farbe. Ich weiß nicht, ob der Mousejaw jetzt die gleichen Waffen dabei hat. Er hat zum Beispiel scheinbar eine Flamme dabei, dass er da seinen Arm als Flammenwerfer benutzen kann. Aber gut, das gucken wir uns alles gleich in Ruhe an. Nickelodeon, Teenage Mutant, Ninja Turtles, Masters of the Universe. Jo, es ist natürlich ein Crossover. Crossover sind nicht von jedermanns Geschmack. Kann ich verstehen, kann ich voll verstehen, egal ob ich jetzt dafür bin oder nicht. Ich sag mal, leben und leben lassen und jeder sammelt so, wie er mag und was er mag. Ich finde zum Beispiel, also ich bin nicht so, dass ich sage wie manch andere, wenn ich mir jetzt eine Figur von der Line hole, dann muss ich unbedingt die komplette Line davon kaufen. Alle, die rauskommen, weil ich halt damit angefangen habe. Ich habe damit angefangen und muss dann alle kaufen, so bin ich nicht. Könnte auch sein, dass ich mir nur diese Figur hier geholt habe und dass es dann dabei bleibt. Ich finde das übrigens richtig cool, wie das Masters-Logo vorne drauf ist und das Turtles-Logo darunter. Das gefällt mir echt gut. Die Schrift gefällt mir gut. Ja, das Design ist cool, dass der so ein doppeltes Artwork oben drauf hat, die Figur. Das gefällt mir richtig gut. Und ich finde es gut, auf eine Art, dass Mattel Creations mir die Wahl abgenommen hat, welche Figur ich davon auspacke. Ich habe mir den zweimal geholt. Der eine ist im Top-Zustand von der Verpackung her und der hier ist so ein bisschen wellig. Würde mich jetzt auch nicht stören, aber die Verpackung ist halt schlechter als die andere und hat hier so ein paar, also ein paar Abnutzungen seitlich, so ein paar Blessuren.
ist es auch nicht schlimm, aber wie gesagt, egal. Sehen wir uns erstmal diese interessante Verpackung ganz genau im Detail an. Viel Spaß. Und hier seht ihr den Mousejaw in seiner Verpackung. Direkt oben drauf seht ihr Turtles of Grayskull, Mousejaw. Links seht ihr eine schöne Illustration und rechts auch. Links hat er einmal den Mausroboter an seinem Arm befestigt und rechts ist er separat auf dem Boden am Laufen. Dann seht ihr, ja, was soll das sein? Eine Steinmauer mit ein bisschen Us, was da durchquillt. Es ist schon interessant gemacht, muss ich sagen. Und hier seht ihr den Mousejaw selbst. Unten mittig seht ihr das Masters of the Universe Logo, darunter Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles. Links seht ihr den Metal Botto oder Metall Botto. Den könnt ihr aus 1 von 4 Sets zusammenbauen. Quasi aus 4 Sets, das ist das Set Nummer 1. Ich bin gespannt, in welchem Set die nächsten Teile vorhanden sein werden. Ist eine ganz coole Idee. Dann seht ihr ein bisschen Uts wieder, was aus den Wänden rauskommt. Die Rohre der Kanalisation seht ihr und das, ja, es sieht interessant aus, definitiv. Altersempfehlung ab 6 Jahre, unten rechts das Mattel-Logo. Auf der linken Seite der Box seht ihr Mousejaw in Action, Turtles of Grayskull. Auf der rechten Seite seht ihr ebenfalls Mousejaw in Action. Ich finde, das hat was. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch wenn es blöd klingt, ich finde seine Füße so geil, diese Roboterfüße. Die sehen viel besser aus als normale Füße. Das gefällt mir echt gut. Und hier seht ihr die ganze Verpackung von der Rückseite. Oben links Masters of the Universe, oben rechts das Turtles-Zeichen. Dann seht ihr Castle Grayskull, wie Mousejaw in der geöffneten Schlossklappe von Castle Grayskull steht und Schüsse abgibt. Und überall seht ihr die Mausroboter um ihn herum. Dann seht ihr Leonardo, wie er sich zum Kampf bereithält. Und ja, rechts seht ihr Teela in einem Turtles-Outfit. Sieht interessant aus, ja. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, welche Figuren ich mir davon holen werde. Aber es ist absolut vielversprechend. Und unten seht ihr nochmal, welche Teile von diesem Metallbotto in diesem Set vorhanden sind. Unten links das Mattel-Logo. Und hier dieses fantastische Artwork noch einmal in etwas größer. Ich finde es auch geil, wie groß dieses Artwork ist. Ohne jegliche Bilder drauf, ohne jegliche Sterne drauf. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jo, jetzt haben wir die Verpackung angeguckt. Und obwohl ich sie zweimal habe, möchte ich diese Verpackung nicht unbedingt kaputt machen. Deshalb versuche ich, relativ vorsichtig daran zu gehen. So. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn die Verpackung jetzt kaputt geht. Aber ich will ja auch gerne die Artworks einzeln erhalten. So. Also als allererstes, wenn ihr die Verpackung aufmacht, könnt ihr die verschiedenen Steckfunktionen hier sehen. Und das finde ich auch richtig, richtig cool gemacht irgendwie. Das erkennt man zum Beispiel nur, wenn man die Verpackung auch öffnet, wenn sie, ne? Ansonsten sieht man sie nicht. Also meine lieben Mock-Sammler, wer weiß, was euch noch so entgeht, ne? Ich bin ja beides, Mock-Sammler und Lose. So, Verpackung ist nicht beschädigt, alles tipptopp. Dann mache ich die Verpackung direkt mal zu. Jetzt habe ich dreimal hintereinander Verpackung gesagt. So, wenn man nicht so doof ist, dann kriegt man das auch rein. Nee, ich bin so doof, ich kriege das jetzt nicht rein. Vorführeffekt geht nicht, keine Chance. So, so sieht das Ganze aus. Ich packe das mal hier an die Seite irgendwo. So, meine Freunde. Ach jo, das habe ich schon fast wieder vergessen, das Mini-Comic. Stimmt. Das ist wieder nur, ich zeige euch das erstmal. Das Mini-Comic ist hier reingeheftet. Ich hoffe, es ist nicht so verbogen wie damals bei meinem Mossman. Das werde ich gleich sehen. Ist das überhaupt ein Mini-Comic? Ich glaube, das ist gar kein Mini-Comic. So sieht das jedenfalls aus. Kann man auch ganz, ganz cool hier für irgendwelche Fotohintergründe nehmen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht wundern, ich bin nebenbei ein bisschen am Naschen. Ich habe nämlich noch
kein Mittag heute gehabt. Für die, die es interessiert, ich bin absoluter Weingummi-Fan. Besonders Tropi Frutti. Boah, könnte mich da reinlegen. Aber auch so saure Weingummis. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Die sehen aus wie so große lila-rosafarbene Flaschen. Ganz sauer. Boah, die sind lecker. Es ist kein Mini-Comic, es ist nur ein Pappschild. Aber mit einem coolen Artwork. So sieht das ganze Schild von der einen Seite aus. Und so sieht die Rückseite aus. Mousejaw. Auch nicht schlecht. Dann ist hier mal wieder der Beipackzettel bei. Den kennt ihr mit den Artikulationspunkten. Den kennt ihr alle und ihr wisst, wie das so sich verhält. So, meine Freunde, jetzt zeige ich euch erstmal die Figur in dem Blister. So sieht die Figur aus. Ich guck, muss das mal hinlegen, sonst wird das mit Licht ein bisschen geklaut. So sieht die Figur aus, wenn sie in dem Blister steht. So die Rückseite. Ihr seht, da sind viele verschiedene Farben an der Figur. Und ich finde die Füße auch ganz interessant. Dazu kommen wir aber gleich. Gut. Und weil das leider so laut knistert, machen wir jetzt einen kleinen Schnitt. So, der Schnitt ist vorbei und jetzt haben wir die Figur ausgepackt. Ja, der Gürtel sitzt ein bisschen lose, das fällt mir jetzt schon auf im ersten Moment. Aber den kann man noch etwas strammer machen, glaube ich, wenn das passt. Ich guck mal eben, so. Ein Problem schon behoben. Der Gürtel ist stramm. So. Ja. Also, so sieht die Figur im Einzelnen aus. Besonders cool finde ich die Füße, ehrlich gesagt. Seht ihr das? Die Füße finde ich richtig geil davon. So sieht die Figur aus. Ich muss sagen, das Weiß, das steht ihm irgendwie. Er hat vorne eine Schildkröte, ein Turtle-Zeichen auf dem Gürtel und dahinter sind gekreuzte Knochen. Ich finde den Kiefer gut. Der Kiefer ist schön stramm. Ja, Kiefer ist wirklich schön stramm. Die Gelenke an sich sind alle bis jetzt, weil ich so sehe, richtig schön stramm. Rüstung sitzt auch gut. Boah, die sind wirklich richtig schön stramm, auch wenn ich mich jetzt wiederhole. Das ist ja auch nicht immer so. Ja. Ich zeige euch gleich alles auf jeden Fall in der Detailaufnahme. Der Stand von der Figur ist 1A. Die Figur, die steht auch richtig gut. Ich muss mal eben ein bisschen Zucker holen. Ja, ich darf da nicht in meiner Nähe liegen lassen. So. Also. Mit dabei von dem Roboter, den man sich da zusammenbauen kann, von der Figur, ist, wie zeige ich das am besten jetzt? So, ist als erstes ein kompletter Arm. Der sieht so aus. Und dann ist noch ein Gelenk hierbei. Da weiß ich jetzt gerade weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. So. Auf jeden Fall könnt ihr die Waffen auch bei ihm dran machen, die eigentlich von dem Roboto sind. Sieht man's? Ich weiß, das fokussiert mich oft dann. Sieht man's? Also das ist die Kanone vom Roboto. Ist auch nicht schlecht. Man kann alle Waffen hier dran machen. Und man kann eine Schutzvorrichtung hier dran machen. Na gut, die ist ein bisschen übertrieben. Aber die Figur steht immer noch 1A. Wie ihr seht, kein Problem. Da ist auch eine Flamme dabei. Soll eine Flamme, ein Geschoss. Ich glaube, das hier sollte ich nicht machen. ja, die Flamme ist dabei. Sieht irgendwie ganz cool aus, finde ich. Wie gesagt, die Figur steht 1A. Ich bin gerade am gucken, ob man ihm diesen Arm vielleicht auch dran machen kann. Ich guck mal kurz. Ja, der geht auf jeden Fall ab, sein Roboterarm. Passt das? Scheint zu passen.
Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich weiß nur gerade nicht optisch, was ich damit anfangen soll. Aber es sieht interessant aus, definitiv. So sieht er, mein Gott, ich habe immer die Hand falsch. So sieht er aus mit diesem Tauscharm. Den kann man auch gut dran machen. Der passt 1A. Ich muss mal gucken, wie das überhaupt angedacht ist. Vor allem, wofür dieses kleine Gelenk da ist. Das kleine Gelenk ist aber nicht für den Trapjaw. Das ist wirklich für die neue Figur. Also das ist eigentlich nicht gedacht, das an den Trapjaw dran zu machen. Oder den Mousejaw. Ich sage mal Trapjaw. Ist ja der Mousejaw. Gut, machen wir erstmal seinen normalen Arm wieder dran. Sieht auch besser aus, finde ich. So. Dann haben wir hier, wie heißen die? Mäuse? Ja, ach, guck mal. So sieht die Maus aus. Das sind ja diese Robotermäuse. Sind das Mäuse? Weiß ich nicht. Wie gesagt, mein Fachwissen ist jetzt nicht so gut bei Turtles. Ich guck mal eben kurz. Ja, das sind auf jeden Fall diese Mäuse. Die attackieren hier die Turtles und alles. Die gehören jetzt zu den bösen Robotermäuse. Ja, die kann man da dran machen, ja. Okay, alles klar. Alles klar. Okay, jedenfalls, so sieht die Maus aus. Dann hat die hier vorne ein Geschoss. Da kann man auch Sachen dran machen. Man kann den Kopf auch hier so drehen. Also da ist nicht viel Funktion. Aber der Kiefer, der sitzt richtig schön fest. Das ist ein absoluter Pluspunkt. Ich bin wirklich ein Fan von den festen Gelenken. Weil ich habe genug Figuren, da sind die Gelenke so lose, dass man die ohne Stand quasi gar nicht mehr hinstellen kann. Das geht leicht ab. Und auf dem Bild kann man diese Beine hier seitlich in den Gürtel reinhaken. Das funktioniert auch einwandfrei. Passen auch gut, sind nicht locker oder so. Zumindest nicht so, dass sie abfallen. Und auf dem Bild wird die Maus dann hier mit dem Schwanz hier so dran gemacht. Es ist auf jeden Fall interessant. Und die Figur ist, wie gesagt, die ist so feste von den Gelenken her. 1A. Ihr seht, die Figur steht immer noch. Kommt zwar wahrscheinlich nicht ganz auf dem Bild jetzt drauf. Obwohl das so eine richtig lange Armverlängerung ist. Das hat was. So sieht das Ganze mit der Armverlängerung aus. Ist natürlich sehr, sehr übertrieben. Aber es ist auch was Besonderes, finde ich. Und so sieht das Ganze aus, wenn die Maus das Maul offen hat, dann ist da noch die Kanone, wie gesagt, dabei. Und der Trapjaw, der hat die Herrschaft dann darüber. Gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Also, wenn die anderen Turtles genauso sind, ja, kann man mit leben. Ich mache hier mal wieder die Flamme da rein und die Maus baue ich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zusammen. So, ist auch recht simpel gehalten, wie gesagt. Die Maus steht auch gut in vielen verschiedenen Posen. Ob nach hinten geneigt oder nach vorne geneigt, die Maus steht 1A. Und ihr müsst bedenken, das sind immerhin auch so gesehen zwei Figuren. Ne? Preis war auch in Ordnung. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich glaube 28 Euro, 29 Euro, irgendwie so. Auf jeden Fall unter 30. Finde ich absolut okay hierfür. Ja, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der Turtles-Kenner bin, der mit extremem Fachwissen glänzen kann, zum Beispiel wie Sabine vom Stamm der Sabinerin, die kennt sich ja richtig gut mit Turtles aus, also, da bin ich absolut raus, bei was das Thema angeht. Ja, vielleicht ist da Lust auf mehr. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns erstmal jetzt diese coole und interessante Figur im Detail an. Und hier seht ihr die Figur außerhalb der Verpackung. Links seht ihr den Mousejaw, der von dem Trapjaw der Masters of the Universe Line abgeleitet ist. Turtles of Grayskull. Rechts seht ihr diesen Mausroboter. Ich war ja eher skeptisch, muss ich zugeben,
bei den Turtles of Grayskull, aber ich muss sagen, diese Figur zumindest gefällt mir sehr gut. Das Weiß, die weiße Farbe, der weiße Paintjob, der hat schon etwas Außergewöhnliches an sich, muss ich einfach mal so sagen. Ansonsten sieht diese Figur fast so aus wie der normale Trapjaw, aber es sind natürlich einige Besonderheiten an dieser Figur. Was ich besonders cool finde, ist dieses Flammenelement, dieses Laserelement, aber ich denke mal, es ist ein Flammenwerfer, wie man auf der Zeichnung sieht. Es soll, denke ich mal, Flammen sein. Das sieht zum Beispiel richtig cool aus. Was ich besonders cool finde, auch wenn es blöd anhört, sind seine Beine, besonders die Fußpartien. Das ist in so einem Roboter-Look gehalten, genau wie der Mausroboter. Das gefällt mir echt gut. Der Paintjob an sich, der ist auch sehr gut gemacht, finde ich. Also bis jetzt, zumindest auf der Vorderseite, kann ich keine Fehler entdecken. Man muss ja immer bedenken, es ist ja offiziell Spielzeug und nicht für Sammler. Hier seht ihr den Mausjaw mal mit geöffnetem Kiefer. Ich finde, der kann sich echt sehen lassen. Was auch gleich auffällt ist, genau wie der Mausroboter, dass der Kiefer und generell der Helm alles abgerundeter ist. Der normale Trapjaw, der hat das alles mehr so kantiger gehalten. Ist mal was anderes. Was mir an dieser Figur auch sehr gut gefällt beim Paintjob, ist, dass seine Gurtpartie, seine Gürtelpartie im Brustbereich in einem rötlichen Braunton gehalten ist, genau wie seine Hose. Das gefällt mir gut. Das hebt sich richtig ab von dem weißen Rest. Es hätte auch alles in weiß gehalten sein können, aber das wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Hier hat er seinen grünen Gürtel, wie auch als Vintage-Figur. Dabei sind Halterungen, da werde ich euch gleich zeigen, was man da dran machen kann. Dann habt ihr seine Stiefel, die gefallen mir auch gut, in dem Weißton mit dem hellschwarzen Applikationen da dran. Also ich muss sagen, für eine Turtles of Grayskull-Figur, dafür, dass ich erst nicht sicher war, ob mir diese Line überhaupt zusagt, bin ich von dieser Figur echt angetan, sage ich es mal so. Jetzt kommen wir zu dem Mausroboter. Es ist einfach ein Roboter auf zwei Beinen, ohne Arme, und er hat auch etwas ganz Besonderes in seinem Maul. Der Roboter selbst ist recht schlicht gehalten, ein roter Aspekt wegen seinem Auge und dann bei seinem Kiefergelenk ein bisschen in Schwarz gehalten. Ansonsten ist da nichts viel dran, der Rest ist komplett in Weiß. Und hier seht ihr den Mausroboter mit geöffnetem Maul. Das finde ich sieht gar nicht mal schlecht aus. Das kann sich echt sehen lassen. Man kann ihm auch die Flamme, dieses Flammensymbol, diese Applikation kann man ihm auch da an die Kanone dran stecken. Aber dann ist der Stand wirklich mehr als schwierig. Also man kann ihn nicht weiter nach vorne beugen, sage ich mal. Dann klar, dann hat er Übergewicht, dann kippt er auch einfach um. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so angedacht ist. Auf jeden Fall passt das Teil genau in die Kanone rein. Und so sieht das Ganze aus, wenn der Mausroboter mit dem Trap-Maus, hätte ich bald schon gesagt, mit dem Mausjaw verbunden ist. Ihr seht, an seinem Gürtel wurden einfach die Beine befestigt und der Rest des Körpers ist an seinem Arm dran gesteckt. Was ich cool finde, obwohl der Mausjaw so einen extrem langen Arm hat mit diesem Teil, er kippt nicht um. Der hat einen wirklich hervorragenden Stand diesmal. Kann man nicht anders sagen. Also der Stand ist 1A. Der kippt kein bisschen um, macht keine Anstalten umzukippen. Das gefällt mir sehr gut. Ist ja bei den Origins-Figuren auch nicht selbstverständlich. Da hat man ja öfters mal die Probleme mit weichen Gelenken, aber bei dieser Figur überhaupt nicht. Wie ihr seht, sind die Beine hier ganz einfach an seinem Gürtel befestigt, sodass daraus eine völlig neue Figur wird. Man könnte jetzt natürlich auch diese Flammenapplikation hier dran stecken, aber dann wird er genau wie der Mausroboter selbst, wird er dann umkippen, ist klar. Dann ist viel zu viel Gewicht dran. Das sind die Teile, die zusätzlich dabei waren. Da kann man laut Verpackung mit 4 verschiedenen Sets, kann man sich später einen ganz eigenen Turtles oder Turtles of Grayskull Roboter zusammenbauen. Hier seht ihr einen ganz neuen Arm, dann seht ihr die Waffen, die ursprünglich auch beim Roboto dabei waren. Die kann man dem Mausjaw natürlich auch an den Arm stecken, möchte ich jetzt aber nicht, weil das sieht irgendwie fehl am Platz aus. Und dann noch ein Zusatzgelenk, das seht ihr unten mittig. Und hier seht ihr das, wie ich erst dachte, Mini-Comic, aber es ist nur eine Karte. Mausjaw-Schriftzug. Dann seht ihr noch ein bisschen die Steine von Castle Grayskull, gemischt mit der Kanalisation und dem Ooze von den Turtles. Den Mausjaw auf einer schönen Karikatur hier drauf. Unten seht ihr das normale Turtles-Logo und das Masters of the Universe-Logo. Und wie ihr seht, es ist wirklich nur eine Pappkarte.
Eine wirklich sehr schöne Karte, aber halt nur eine Karte und kein Minicomic. Auf der Rückseite seht ihr ein fantastisches Artwork, das wirklich sehr gut aussieht, finde ich. Turtles of Grayskull davor, der Mousejaw, ich will immer Trapjaw sagen, Entschuldigung, der Mousejaw mit dem Mausroboter. Ja Leute, wie findet ihr den Mousejaw oder wie findet ihr generell die Turtles of Grayskull? Also ich muss jetzt dazu sagen, wenn die anderen Figuren in der Qualität sind wie diese, werde ich auf jeden Fall Cherrypicking betreiben. Cherrypicking auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich kein Komplettsammler davon werden, weil ich gar nicht die Möglichkeiten habe, an jede Figur ranzukommen, weil ist ja auch erstens eine Preisfrage, wenn man jetzt noch Masterverse, Classics und so weiter sammelt, ne? Und die Vintage Origins und die Cartoon-Line der Origins. Aber ich werde auf jeden Fall noch die eine oder andere Figur davon holen. Definitiv. Gefällt mir wirklich ganz gut. Wobei ich dann aber eher wahrscheinlich auf die Standardcharaktere von Turtles zurückgreifen würde. So theoretisch. Aber ich lasse mich mal überraschen. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut gerne in meine anderen Videos rein. Ich habe viele Playlists da reingeordnet. Am Ende dieses Videos seht ihr auch noch ein paar andere Beispielvideos. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Guckt euch um, guckt euch durch. So wie ihr gerade Bock habt. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald und ich sage Tschüss.